Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Explorers Future Crash Fortific 89. Es wird nun Zeit, dass wir uns der Quest Monsterlabor Erlaubnis Prüfung stellen. Einen Lizard Atmaliten. Oh! Search and creation of monsters from Atmalite, therefore we only give permission to use the monster lab to higher cap. Suppose we can control other monsters and obtain the Atmalite of this specific monster. Ja, vielleicht habe ich es ja schon, ne? Dann kann ich die Quest doch schon als geschafft melden, ne? Okay, ich muss es mitten in der Quest schaffen. Verdammt. Na gut. Ich hoffe nur, dass ich eine random kriegen kann, weil die sind leider selten. Das muss man leider Gottes dazu sagen. Jetzt bin ich nämlich Weißmagier aktuell. Das ist jetzt mein Job. Trage natürlich dementsprechend einen ganz den bislang besten Zauberstab dafür. Und eine... Ja. Weiß nicht, ob ich das jetzt als... Rüstung für Magier betrachten kann, aber es hat auf jeden Fall ist auf jeden Fall besser als diese Magierrobbe, die ich gewissermaßen getragen habe. Ich habe natürlich auch Schwarzmagie drauf, wie man sehen kann. So, das ist schon mal eine Niete. Aber es gibt zum Glück genügend von den Monstern hier, die ich benötige. Frage ist aber, dass, wenn es niemals auftaucht, also nur random ist, wenn dann alle Mods weg sind, wie man dann die Quest bestreiten kann, also noch bestreiten könnte. Ich glaube, die Entwickler haben schon bestimmt daran gedacht, dass es trotzdem noch schaffbar wäre. Volltreffer. Und Donner. Blizzard. Schön. Aber immer noch unschön, dass ich noch keinen einzigen Beschwörungsstein für diese Echsen gekriegt habe. Nee. Die sind natürlich dunkelblau und sind Kugeln. Also sind schon mehr Kugeln und weniger so seelenförmig. Glaube ich, so könnte man es bezeichnen. So, Feuer. Wenn es treffen könnte. Eben Donner mit Blizzard. Was zum... Was treffe ich denn nie? So, jetzt so. Ich habe einen. Das ging schnell. Dann, ja, gehe ich einfach gleich zurück. Sehr schön. Damit habe ich dieses Monster schon mal garantiert als Teamkameraden. Ich habe aber noch andere gesammelt. Also ich könnte noch andere Monster erstellen fürs Team. Gibt es mir jetzt genug Möglichkeiten? Aber endlich mal. Okay, wir haben die Prüfung bestanden. Das Monsterlabor ist natürlich jetzt nun. Steht natürlich jetzt frei zur Verfügung. So. Create, Fuse, Sell and Manage Alley Monsters here. Okay, was? Fusionieren? Kannst du gar Monster miteinander fusionieren? Hm. Auf jeden Fall diese Atmaliten, also diese Beschwörungssteine, muss man verwenden, um Monster zu erstellen. Und man kann sogar... Was mit deinen Atmaliten oder mit einem anderen Monster kann man es aufleveln? Okay. Kannst du sogar verkaufen. Bis zu drei Monster kann man ins Team aufnehmen. Um, in die Quer mit den Quer und... Sie in Quests mitnehmen. Alles klar. Guck mal, ob ich vielleicht noch eine Ability lernen kann. Ich bezweifle es. Nein. Das geht schon.
Nehme ich mal das hier. So, mehr geht aktuell nicht. Schön, dann auf zum Monsterlabor. Endlich kann ich immer Monster in mein Team aufnehmen. Puh, was war mit der los? Die lachte wie eine Wahnsinnige. Ja, sehr, sehr fein. Ja, man hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich weniger übersetzen sollte. Naja. Das mache ich eigentlich ganz gern. Wow. Alter, wie viel Geld die kosten. Nein, das ist doch nicht euer Ernst. Ich brauche noch Geld. Och, ja, ist klar. Doch, nur wegen zu wenig Kohle kann ich jetzt keine Monster erstellen, oder was? Arg! Ach, Moment, ich hab doch... Doch einige Subquests sich... Ja, die hier zum Beispiel. Da kriege ich etwas Kohle. Ach nein, Kristallpunkte gibt's dafür nur... Ah. Schade. Na gut, aber ich kann mal das verwenden, um vielleicht zwei neue Techniken lernen zu können. Bock. Aura Cutter. Air Braver. Chakra. Vakuumwelle. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Lieber von unten nach... Also von oben nach unten. So. Fehlt nicht mehr viel, dann hätte ich auch alle wieder erlernt. Also, alle aktuellen. Noch fünf fehlen. Okay, alles klar. Na denn? Ach. Hey. Muss ich mich doch wieder um meine Quest kümmern. Na, prima. Was ist mit all den Monstern? Fünf Geister und fünf Mandragoras. Okay. Eine Kristallscheibe gibt's dafür. Lake Philou. Okay. Philou-See. Muss ich mir merken. Dann begeben wir uns auch gleich dorthin, ne? Ah, wir können das ja beschleunigen mit dem Luftschiff. Da. So, da sparen wir uns den weiten Weg dorthin. Und fliegen gleich direkt hin. So. Wo sind hier? Ach ja, das sind sie, ne? Mandragoras. Okay, erstmals hier. Feuer! Was ist mit dem los? Wieso rennt er davon? So. Vier von denen sind noch übrig. Hier ist Blizzard und Donner. Ich glaube, Feuer ist die beste Waffe gegen die. Aber wo sind hier noch Geister? Weil die gibt es ja auch noch. Hier kommt nur sofort, so gibt es ja noch Mandragoras. Ach, der kann tatsächlich Wind einsetzen. Also Aero. Ist ja krass. Ups. Hat er mich schon gesehen. Bam. Das ist der Ram-Attack ein. Ha. Dass er zurückgewichen ist, war sein Fehler. Okay. Hab erstmals alle Mandragoras, aber ich besiege noch einen weiteren, wenn ich schon dabei bin. So.
Okay, jetzt fehlen noch Geister hier irgendwo. Nur wo? Wo sind noch Geister, hä? Ich sehe keinen einzigen. What the hell? Nein, das sind keine Geister, das sind Schildkröten. Das ist ganz anderes. Aber von denen bekomme ich jetzt auch ein alter Mieten. Nice. Ja, aber was mir noch fehlt, sind die Geister. Wo findet man die? So finde ich nur diese Arten von Monstern vor. Diese Schrotthaufen war mir erst jetzt aufgefallen. Wo könnten diese Geister jetzt noch stecken? Gibt es hier nur alles volle Mandragore? Ist ja nur alles volle Mandragores und Landschildkröten. Vielleicht gehen wir erstmal ein bisschen weiter und schauen uns dort ein bisschen. Nein, das sind Skelette, das sind andere Monster, aber. Ich glaube, da waren ja auch. Ja, ich glaube, da waren ja auch Geister dabei bei denen. Von denen so ein Orb zu kriegen, wäre schon geil. So. Jetzt verstärke ich meine Abwehr ein bisschen. So. Das ist einer der Geister. Jawohl. Yes, Mann. Da haben sie also gesteckt, diese Monster. So. Oh, der beteiligt sich auch noch gleich mit. Der beteiligt sich auch noch gleich mit. Soll mir recht sein. Ich muss eh sowieso. Ich muss euch eh sowieso besiegen. So. Es fehlt doch immer ein Geist. Du bist bloß der Letzte. So. Oh! Ich glaube, ich habe eine weitere Nebenquest erfüllt. Nice! Einen harten Knochen hätten, habe ich ja noch gebraucht. Geil! Oh, wo steckt der letzte Geist? So schlägt man mit dem Stab zu. Als normaler Standardangriff. Auch schwer vorstellbar, dass hier eins ist. Also, dass hier eins der Geister ist. Nein, ich glaube, das sind welche. Klar und deutlich. Das ist ein Geist. Da hat er sich alles versteckt, dieser. Tja, da wird er den Ärger büßen, den. Was? Es fehlt nur noch einer? Oh Mann. Ärger büßen, den er uns eingegangen hat, würde ich gerade sagen, aber nee. Noch mehr Skelette. Ja. Hm.
Wo finden wir noch einen Geist? Das ist schon ein seltsamer Ort hier. Vielleicht, wenn ich wieder zurückgehe, vielleicht ist dann ein Geist wieder gerespawnt. Möglicherweise. Wäre schon schön, wenn dem der Fall wäre. Also, wenn das der Fall wäre. Werde ich begrüßen. Gebt mir, dass ich so gut wie gar nichts sage. Ich glaube, nach diesem Part werde ich dann mich in die Falle hauen, weil ich bin schon ziemlich müde. Was? Oh ja, das merkt man. Ich renne in die falsche Richtung. Ich wollte eigentlich wieder zurückrennen. Sorry. So, da sind wir zu Hause. Und dort gibt es hoffentlich vielleicht noch einen weiteren Geist. Nee, immer noch Skelette. Warum findet man hier so selten Geister? Das ist komisch, ey. Muss man hier erstmal alle Gegner besiegen, bevor sie danach nach respawnen? Vielleicht gibt's wieder bei den... Ach, ich bin wieder zurückgegangen. Nein, das wollte ich nicht. Oder ist der Geist wieder da? Nein, aber hier ist einer. Ah. Gott sei Dank. Dann hat man es geschafft. Ich habe es geschafft. Na, 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 na. Sehr gut. Quest completed. Und natürlich einiges an Kohle, das ist super. Damit kann ich mir jetzt mindestens ein Monster für mein Team ein Monster erstellen. Nice! Da können wir dann im nächsten Part sehen, wie die Monster so abgehen werden. So. Na dann, auf zum Monsterlabor. Was ist mit der? Ist die wahnsinnig? Ein Goblin auf keinen Fall. Bombe? Naja. Die anderen haben so einen hohen Preis. Ich würde sagen... Eine Echse ist ganz gut. Ja, ich hoffe, durch Kämpfe bekommt er Erfahrungspunkte. Von so einer Perspektive hat man noch gar nicht gesehen. Ja, mehr kann ich meinen Augenblick nicht leisten. Das ist alles zu teuer. Wie steht es eigentlich mit dem Monster fusionieren? Das kostet auch wieder so einen Haufen Geld.
Nee, den werde ich garantiert nicht verkaufen. Bestört? Niemals. Soll mein Monster managen. So. Ja, mal rein ins Team. Wenn ich ihn damit jetzt ins Team reingebracht habe. Hoffentlich. So. Dann war es das dann für diesen Part. Und ja, wie immer geht es, wenn es gefallen hat, diese Bestätigung ist ein Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Fortweg geht in den nächsten Part von Let's Play. Final Fantasy Explorers. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.